Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2. Regierungserklärung der hessischen Ministerin der Justiz betreffend Justiz stärken, Vertrauen sichern. Die Redezeit der Fraktionen haben wir vereinbart auf 20 Minuten, Frau Ministerin. Sie kennen Ihre Orientierungslinie. Die Rednerreihenfolge ist die Landesregierung, die SPD-Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen, die Linke, FDP, CDU und die Frau Abgeordnete Öztürk. Das Wort hat Frau Staatsministerin König-Hörmann. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! In einer globalen und zunehmend digitalen Welt steht der Rechtsstaat immer wieder vor neuen Herausforderungen. Auch die hessische Justiz muss sich mit bislang unbekannten Phänomenen auseinandersetzen und zugleich innovative Antworten auf altbekannte Fragen finden. Angesichts des enormen Tempos der Veränderungen ist es dabei nur verständlich, dass sich Bürgerinnen und Bürger fragen, ob der Rechtsstaat dem gewachsen ist. Sie fragen sich, ob der Rechtsstaat weiterhin in der Lage ist, Extremismus, Rassismus und Antisemitismus wirksam zu verhindern. Sie fragen sich, wie Terrorismus und Kriminalität bekämpft werden können, ohne dass wir unsere Freiheit aufgeben müssen. Und sie fragen sich, wie der Rechtsstaat in besonderen Situationen wie der globalen Flüchtlingskrise kontrollierend und steuernd wirken und zugleich menschlich bleiben kann. Die hessische Justiz hat die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst genommen und in den letzten Jahren Lösungen geliefert. Und dafür sondern jetzt will ich noch zwei Sätze ergänzen, bei denen ich dann noch mehr Applaus erwarte. Das geht nur, diese Lösungen zu erarbeiten, wenn die Bediensteten der Justiz gleich in welcher Position daran arbeiten. Und deswegen mein herzlicher Dank geht an alle. Ohne Sie wäre das nicht möglich gewesen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Neben Dank, Anerkennung und Wertschätzung brauchen unsere Bediensteten aber auch Rückendeckung bei ihrer wichtigen Arbeit, und sie verdienen die bestmöglichen Arbeitsbedingungen. Und deshalb haben wir in den vergangenen Jahren viel getan, um die Justiz zu stärken, denn wir wissen, nur eine starke Justiz schafft Sicherheit. Und nur wenn die Bürgerinnen und Bürger sich sicher fühlen, werden sie dem Rechtsstaat auch weiter vertrauen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, welchen Wert ein Rechtsstaat hat, dem man vertrauen kann, lehrt uns die Geschichte. Am vergangenen Samstag und gestern hier im Landtag haben wir der Menschen gedacht, die während der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft verfolgt, entrechtet, gefoltert und ermordet wurden. Die Erinnerung an die Verbrechen der Nazis, insbesondere an den Holocaust und die Ermordung von Millionen Juden, soll und muss uns eine Mahnung sein. Im Kampf gegen Antisemitismus und häufig als Israel-Kritik kaschierte Judenfeindlichkeit steht die hessische Justiz in der Tradition von Fritz Bauer. Der hessische Generalstaatsanwalt, dessen Tod sich dieses Jahr zum 50. Mal jährt, ist ein Vorbild für uns alle, die wir mit der Justiz verbunden sind. Dies machen wir immer wieder deutlich, zum Beispiel durch die Einrichtung des Fritz-Bauer-Saals im Landgericht Frankfurt oder die enge Kooperation mit dem Fritz-Bauer-Institut. Ein freies und friedliches Zusammenleben in einer offenen Gesellschaft erfordert Toleranz, aber auch, meine sehr geehrten Damen und Herren, eine ganz klare Haltung. Wir müssen immer wieder deutlich machen, in Deutschland gibt es keinen Platz für Rassismus und Antisemitismus. Und das gilt für alle, die schon länger hier leben, und es gilt für diejenigen, die erst in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind. Wer gegen Juden hetzt und sonst zu Hass gegen Teile der Bevölkerung aufruft, muss nach geltendem Recht bestraft werden. Und es ist schlimm genug, dass mehr als 70 Jahre nach der Befreiung vom Naziregime Antisemitismus und Rassismus in Teilen unserer Gesellschaft
weiter Nährboden finden. Aber auch, wer als Flüchtling durch Antisemitismus oder Rassismus auffällt, dem müssen wir klar sagen, dass es für ihn keinen Platz in unserer Gesellschaft gibt. Schon heute schreibt das Gesetz vor, dass in derartigen Fällen das Ausweisungsinteresse besonders schwer wiegt. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass geltendes Recht, seien es die Strafgesetze, sei es das Ausländerrecht, konsequent und rechtsstaatlich einwandfrei angewendet wird. Und damit verhindern wir, dass Antisemitismus und Rassismus in unserer Gesellschaft an Boden gewinnen können, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist aber nicht nur der wieder aufkeimende Antisemitismus, der die Bürgerinnen und Bürger sorgenvoll stimmt. Auch der internationale Terrorismus und neue Kriminalitätsphänomene gefährden das Vertrauen in den Rechtsstaat. Wir wollen einen starken Rechtsstaat, der die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger gewährleistet. Aber, und das sage ich auch ganz deutlich, wir wollen keinen alles kontrollierenden präventiven Überwachungsstaat. Und deshalb müssen und wollen wir dem Rechtsstaat seinen Platz einräumen, den er in einer freien, offenen und liberalen Gesellschaft einnehmen muss. Das steht für uns ganz oben auf der Agenda. Indem wir die Justiz hier in Hessen auf breiter Front stärken, rüsten wir den Rechtsstaat für jede Herausforderung, selbst für die, an die heute noch keiner denkt. So stellen wir sicher, dass das Vertrauen der Menschen in den Rechtsstaat auch in Zukunft nicht enttäuscht wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Justiz auf breiter Front zu stärken, ist auch deshalb so wichtig, weil niemand in die Zukunft schauen kann. So haben auch wir während der Flüchtlingskrise lernen müssen, dass in der hochmobilen Welt, in der wir heute leben, Grenzen zunehmend an Bedeutung verlieren. Und das ist nur zu begrüßen. Und doch sollten wir auch die Herausforderungen, die damit einhergehen, nicht verschweigen. Bürgerinnen und Bürger fragen, ob wir genug über die Identität und insbesondere das Alter derjenigen wissen, die in den Jahren 2015 und 2016 zu uns gekommen sind. In unserem Land herrscht eine große Hilfsbereitschaft. Viele Menschen engagieren sich über alle Maßen für die Flüchtlinge. Und wir dürfen unsere Herzen nicht vor dem Not und dem Elend derer verschließen, die zu uns kommen und hier Schutz suchen. Aber wir müssen auch einen kühlen Kopf bewahren und einen realistischen Blick auf diejenigen behalten, die nicht mit den besten Absichten zu uns gekommen sind. Und solche gibt es überall, auch in der großen Masse der wirklich hilfsbedürftigen Flüchtlinge. Wir haben das Recht zu wissen, wer in unserem Land leben will. Vielmehr noch, wir haben eine Verpflichtung, unseren Bürgerinnen und Bürgern gegenüber dies in Erfahrung zu bringen. Und deshalb müssen wir wissen, mit welchen Absichten jemand in das Land kommt, woher er kommt, wie alt er ist und manches mehr. Und wenn wir Antworten auf diese Fragen einfordern, dann verlangen wir nicht zu viel von denjenigen, denen wir aus voller Überzeugung Schutz vor Krieg und Verfolgung gewähren. Wir erwarten von ihnen nicht mehr als von denen, die schon länger hier leben. Niemandem kann man vorwerfen, Ausweisdokumente auf der beschwerlichen und gefahrvollen Flucht zu verlieren. Auch will ich mich gar nicht in die Diskussion darüber einlassen, ob und gegebenenfalls wie häufig Pässe von Flüchtlingen absichtlich vernichtet werden. Wir wissen nicht genug über die jeweiligen Beweggründe. Nichts darüber, ob dieses Verhalten auf falsche Informationen von Schleppern über Bleibeperspektiven zurückzuführen ist. Nichts darüber, ob Flüchtlinge gefügig gemacht werden sollen. Und nichts darüber, ob Flüchtlinge kriminelle Absichten oder Not und Verzweiflung zu diesem Schritt treibt. Aber von denjenigen, die sich nicht ausweisen können, darf man verlangen, an der Feststellung ihrer Identität mitzuwirken. Jeder Flüchtling sollte deshalb eine Erklärung zu seiner Identität abgeben müssen. Verweigert er diese oder stellen sich seine Angaben im Nachhinein als falsch heraus, muss dies auch, meine sehr geehrten Damen und Herren, Auswirkungen auf das Asylverfahren haben. Das gebietet das Sicherheitsinteresse der Bevölkerung.
Und das folgt auch aus dem Gebot der Gleichbehandlung. Niemand darf sich durch unwahre Angaben, durch Täuschung und List einen ungerechtfertigten Vorteil in einem staatlichen Verfahren verschaffen, auch nicht im Asylverfahren. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, was für alle gilt, das muss auch für Flüchtlinge gelten. Insbesondere müssen wir die schon nach geltender Rechtslage zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur verlässlichen Altersbestimmung konsequent nutzen. Und mit der konsequenten Durchsetzung dieser Regeln können wir auch dem in Teilen der Bevölkerung um sich greifenden Gefühl des Kontrollverlustes begegnen. Dann machen wir uns nichts vor. Das Gefühl, dass der Rechtsstaat mit der Flüchtlingskrise sich schwer getan hat, ist bei vielen Bürgerinnen und Bürgern noch immer gegenwärtig. Und dieses Gefühl beschädigt, hält es zu lange an, auch das Vertrauen in den Rechtsstaat. Das Vertrauen in den Rechtsstaat ist aber die Grundlage für seine Akzeptanz. Wir dürfen es nicht aufs Spiel setzen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, konsequente, rechtsstaatlich einwandfreie Anwendung von Rechts und Gesetz. Nach meiner festen Überzeugung stärken wir nur so das Vertrauen der Menschen in den Rechtsstaat. Egal, um welchen Politikbereich es geht, die besten Gesetze nützen nichts, wenn sie nicht vollzogen werden. Und es ist ein Irrglaube, jedes gesellschaftliche Problem lasse sich durch ein neues Gesetz lösen. Und gerade im Bereich des Strafrechts, aber auch im Sicherheits- und Ordnungsrecht kann sich eine Gesellschaft kein Vollzugsdefizit leisten. Aus diesem Grund wäre auch die Entkriminalisierung von sogenannten Bagatelldelikten und die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafen das falsche Signal zur falschen Zeit. Ein derartiger Schritt würde als Rückzug und Kapitulation des Rechtsstaates im Bereich der Massendelikte verstanden werden. Und deshalb kann auch das Argument, justizielle Ressourcen könnten anders sinnvoller eingesetzt werden, nicht überzeugen. Auch wird die Justiz nicht dadurch entlastet, dass man Straftatbestände abschafft und durch Ordnungswidrigkeiten ersetzt. Und für die Abschaffung von Bagatellstraftaten und der Ersatzfreiheitsstrafe werden unter anderem folgende Argumente angeführt. So heißt es, die Ersatzfreiheitsstrafe sei sozial ungerecht, da sie nur diejenigen treffe, die Geldstrafen nicht bezahlen können. Oder zudem seien diese Geldstrafen häufig Folge von Bagatelldelikten wie dem Schwarzfahren. Oder damit bestrafe man gerade diejenigen überhart, die sich ohnehin keine Fahrkarte leisten können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Argumente führen alle in die Irre. Es gibt ein ausdifferenziertes Rechtsfolgensystem, das sich an der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verurteilten orientiert. Schon die Höhe einer Geldstrafe bestimmt sich nach den finanziellen Verhältnissen eines Verurteilten. Und zudem können Zahlungserleichterungen gewährt werden. Und schließlich gibt es in Hessen die Möglichkeit, den Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen durch freie Arbeit abzuwenden. Und jetzt will ich Ihnen Zahlen nennen. Allein in den Jahren 2013 bis 2015 wurden so und auf andere Weise über 330.000 Hafttage abgewendet, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das heißt, die Menschen, die sich auf Projekte eingelassen haben, haben ihre Geldstrafe durch andere Projekte abgeleistet. Und 330.000 Hafttage in zwei Jahren bedeutet, dass fast keiner in die Ersatzfreiheitsstrafe gegangen ist, weil diese Menschen einen anderen Weg gesucht und gefunden haben, die Geldstrafe zu begleichen. Und das ist eine erhebliche Zahl, die, glaube ich, sehr beeindruckend ist. Es gibt eine, wenn auch kleine Klientel, bei der weder die Warnfunktion strafvermeidender Sanktionen noch die Hilfsangebote zur Haftvermeidung wirken. Und erst nachdem alle Anstrengungen gescheitert sind, kommt eine Haft als Ultima Ratio ja überhaupt zum Tragen. Und dann ist der Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe am Ende das Signal, dass der Staat Normen, die er erlässt, durchsetzt. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, beim Ladendiebstahl, die Debatte, die dort geführt wird, ist damit zu vergleichen. Und deswegen sage ich deutlich, die Entkriminalisierung wäre damit nicht nur ein Schlag ins Gesicht der gesetzestreuen Bürgerinnen und Bürger, getreu dem Motto,
der Ehrliche ist der Dumme. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, das dürfen wir nicht zulassen. Und deswegen wird es keine Entkriminalisierung von Bagatelldelikten geben. Die Bürgerinnen und Bürger vertrauen nur dann dem Rechtsstaat, wenn eine starke Justiz die Gesetze konsequent vollzieht. Dafür stehen wir in Hessen insbesondere in Fragen der inneren Sicherheit. Und wir sehen, dass unsere Bemühungen, die Sicherheit in Hessen zu gewährleisten, wirken. Das kann man sehen an den Zahlen des Zukunftsmonitors auf die Frage, fühlen Sie sich wohl in Hessen und leben gerne hier, antworten 94% ja. Und das betrifft dann auch die innere Sicherheit und die Sicherheit der Menschen in Hessen. Das ist ein guter Wert, dem am Ende zugrunde liegt, dass ich mich bei den Koalitionsfraktionen dafür bedanken will, dass für den Doppelhaushalt 2018-2019 im Bereich Justiz über die Legislaturperiode insgesamt 500 Stellen mehr geschaffen worden sind, viele Projekte angestoßen sind und auch in Infrastruktur und digitalen Bereich investiert wurde und für die Sicherheit in Hessen, was den Justiz- und Innenbereich angeht, so viel getan worden ist wie in den letzten Jahren nicht. Dafür herzlichen Dank allen, die daran mitgewirkt haben. Wir müssen den Rechtsstaat auch in der Fläche stärken, denn im ländlichen Raum da ist jeder zweite Hesse zu Hause. Die Menschen fühlen sich hier wohl, und doch erleben sie häufig, wie Geschäfte, Bankfilialen schließen und die jungen Menschen aus beruflichen Gründen in die Städte ziehen. Ein Gefühl des Zurückgelassenwerdens dürfen wir aber gar nicht erst aufkommen lassen. Auch die Bürgerinnen und Bürger im ländlichen Raum müssen darauf vertrauen können, dass der Rechtsstaat sie schützt. Denn der Rechtsstaat ist für alle da. Und deshalb werden wir den Rechtsstaat auch in der Fläche im ländlichen Raum stärken und für noch mehr Bürgernähe in der hessischen Justiz sorgen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden, um dies zu erreichen, einen digitalen Servicepoint einrichten. Mit dem digitalen Servicepoint schaffen wir eine direkte Verbindung der Bürgerinnen und Bürger zur hessischen Justiz. Der digitale Servicepoint wird die bestehenden Serviceangebote vor Ort ergänzen und Wege gerade im ländlichen Raum verkürzen und den Bürgerinnen und Bürgern viel Fahrzeit ersparen. Durch die Bündelung von Anfragen in einer zentralen Auskunftsstelle werden außerdem Zuständigkeitsbarrieren abgebaut und Verfahrensfragen vereinfacht. Mit anderen Worten, wir geben den Bürgerinnen und Bürgern eine Hilfestellung, einen Wegweiser für die Justiz an die Hand. Dieser Servicepoint ist erst durch die Digitalisierung möglich geworden, und sie prägt Wirtschaft und Gesellschaft wie kaum eine technische Neuerung zuvor. Sie wird die Zukunft des Rechtsstaates maßgeblich mitbestimmen. Und sie eröffnet ungemeine Chancen. Der digitale Servicepoint ist da nur ein Aspekt unter vielen. Ich will noch einen Punkt erwähnen, den digitalen Erbschein. Wir werden dieses Thema angehen, damit dieses Verfahren noch schneller und bürgerfreundlicher ablaufen kann, ohne dass wir die hohe Verlässlichkeit des Erbscheins einbüßen. Aber die Digitalisierung löst bei Menschen auch Ängste aus. Die digitale Welt hat nahezu jeden Bereich des Lebens erfasst. Es ist daher nur verständlich, wenn Menschen Sorge vor der Geschwindigkeit der Veränderungen haben und befürchten, die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren. Und so denken Sie nur daran, wie viele Daten die Menschen heute schon online stellen. Denken Sie an Streamingdienste, Familienbilder in der Cloud oder an Accounts in sozialen Medien wie Facebook. Die Menschen vertrauen dem Internet sehr persönliche Informationen an. Online-Tagebücher, Kinderfotos, Bankunterlagen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Diese Daten müssen wir zu Lebzeiten des Berechtigten schützen. Deshalb wollen wir auch für den Ansatz des Bezahlens mit persönlichen Daten einen gesetzlichen Rahmen schaffen, damit Verbraucher- und Datenschutz gewährleistet bleiben. Daten sind die Währung des Internets. Und wir müssen Verbraucherinnen und Verbraucher davor schützen, dass Internetkonzerne mit unseren Daten zu unseren Lebzeiten machen, was sie wollen. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber wir müssen auch weiterdenken. Und daher ist es notwendig, dass der Gesetzgeber klare Regelungen darüber fasst, wie es mit dem digitalen Erbe aussieht. Insbesondere muss es Möglichkeiten für die Erben geben, Zugang zu den Daten zu erhalten. Das Datenerbe
ist deshalb dem analogen Erbe gleichzusetzen. Auch da stehen wir vor neuen Herausforderungen. In der digitalen Welt des Internets gibt es aber nicht nur das digitale Erbe neu zu regeln. Leider sind gerade online die Hemmschwellen für ein respektloses Verhalten sehr gering. Es wird gehetzt, gepöbelt, ein Umstand, der ganz maßgeblich mit zur Verrohung der Gesellschaft beiträgt. Eine Verrohung, die zunehmend auch in der Welt außerhalb des Internets, nämlich der realen Welt, zu spüren ist. Wir treten deshalb für ein klares Bekenntnis zu mehr Respekt in unserer Gesellschaft ein, wie mit dem Projekt Schule des Respekts, das wir ganz aktuell angestoßen haben. Mit diesem neuen Projekt werden wir ein innovatives Angebot zur Jugendkriminalität schaffen. In sozialen Trainingskursen sollen Jugendliche daher mit dem eigenen Rollenverständnis konfrontiert werden und lernen, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren. Diese Kurse werden zusammen mit Staatsanwälten entwickelt. Und insbesondere bei Ersttätern gilt es, kriminelle Karrieren im Keim zu ersticken. Hier setzen wir mit unserer Schule des Respekts an und gehen mit dem Gedanken der Respektkampagne aus dem letzten Jahr der Landesregierung in die Zukunft, um einen respektvollen Umgang im täglichen Miteinander weiter zu begleiten und dazu beizutragen. Frau Kollegin, die Redezeit der Fraktion ist erreicht. Ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Mein Ziel in den zurückliegenden Jahren war es von Anfang an, die Justiz zu stärken. Dies ist uns in vielen, vielen Bereichen gelungen. Die Mitglieder der Landesregierung besuchen in der laufenden Zukunftswoche Einrichtungen der Justiz, die schon heute für die Zukunftsfähigkeit des Landes stehen. Die hessische Justiz ist bereit für morgen. Vielen Dank, Frau Ministerin. Jetzt habe ich die erste Wortmeldung vorliegen. Frau Kollegin Hoffmann für die SPD-Fraktion. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, gerade in einer globalisierten Welt mit internationalen Krisen, dem internationalen Terrorismus und Extremismus, sind für uns ein starker Rechtsstaat und eine unabhängige Justiz von besonderer, zentraler Bedeutung. Und der Blick in unsere eigene Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, einen wehrhaften Rechtsstaat zu haben, dass dieser nicht Gott gegeben ist, sondern dass wir den schützen und verteidigen müssen. Ich denke, das müsste in diesem Raum nicht nur unstrittig sein, sondern dessen müssen wir uns jeden Tag neu vergewissern. So hat der ehemalige Bundespräsident Gustav Heinemann davon gesprochen, dass das Angebot des Grundgesetzes ständig neuer Annahme und Ausfüllung bedarf. Wie wahr sind diese Worte, meine Damen und Herren? Wir wissen aber auch, dass das Vertrauen in staatliche Institutionen und Autoritäten in unserer Gesellschaft leider in den letzten Jahren abgenommen hat. Und umso wichtiger ist es, dass wir alle Anstrengungen unternehmen, dass das Vertrauen in unseren Rechtsstaat gestärkt und erhalten bleibt und, wenn möglich, ausgebaut wird, meine Damen und Herren. Deshalb gilt für die SPD, wir stehen für eine starke Justiz, die personell angemessen ausgestattet ist, auch sächlich, die effizient arbeitet und die für den rechtssuchenden Bürger da ist, ohne Wenn und Aber, meine Damen und Herren. Sie, Frau Justizministerin Kühne-Hörmann, haben eben das Bild zu zeichnen versucht, wie in Hessen die Justiz
ist gut gewappnet. Wir sind gut aufgestellt. Aber, meine Damen und Herren, wie sieht denn die Realität aus? Seit fast zwei Jahrzehnten regieren Sie dieses Land und betreiben ein beispielloses Ping-Pong-Spiel mit den Bediensteten der Justiz. Anfang 2003 haben Sie zunächst 800 Stellen abgebaut. 2014 folgende waren es dann noch einmal 350 bis 450 Stellen obendrauf. Und wenn Sie dann davon reden, dass die Bediensteten der Justiz die bestmöglichen Arbeitsbedingungen verdienen, dann müssen die das doch als Hohn empfinden, wenn sie sehen, wie an anderer Stelle Personal in großem Stile abgebaut wurde, meine Damen und Herren. Und gerade ein funktionierender Rechtsstaat braucht eine verlässliche, vorhersehbare, planbare Personalpolitik und nicht ein Hin und Her, auf das sich keiner verlassen kann. Gerade in den Folgediensten passiert mit diesem Doppelhaushalt 2018-2019 relativ wenig. Es gibt geringfügige Personalaufwüchse, aber in den Folgediensten, die genauso wichtig sind für eine funktionierende Justiz, das sind die Justizfachangestellten, das sind die Werkmeister etwa, da gibt es keinen personellen Aufwuchs. Und der wird übrigens auch von den Fachverbänden der Neuen Richtervereinigung, Verdi und dem Deutschen Richterbund, das wird von denen zu Recht massiv kritisiert, meine Damen und Herren. Und eines haben Sie auch überhaupt nicht im Blick. Ja, auch die Justizbediensteten werden älter. Wir werden eine anstehende Pensionierungswelle in der Justiz auffangen müssen. Nach den aktuellen Zahlen, wir haben dazu eine Initiative kürzlich ergriffen, werden in den nächsten Jahren im Beamtenbereich rund 586 Stellen neu aufzufangen sein durch Pensionierungen und im Tarifbereich 534 Stellen. Der Altersdurchschnitt in der ordentlichen Justiz liegt bei 56,13 Jahren, meine Damen und Herren. Dieses Personal muss aufgefangen werden. Das haben Sie auch überhaupt nicht im Blick, und das ist aus unserer Sicht völlig unverantwortlich, meine Damen und Herren. Und die Wahrheit ist, dass durch diese paar Stellen, die es jetzt im Doppelhaushalt gibt, werden ja gerade einmal die Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 42 auf 41 Stunden aufgefressen, die Fluktuation und mehr nicht. Und die nächste Wahrheit ist, meine Damen und Herren, dass wir heute weniger Personal haben in der Justiz als vor Ihrem Abbauprogramm mit KIPP. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren, und da begehen Sie einen großen Fehler. Und ich will es an der Stelle auch noch einmal deutlich machen. Mich wundert es, dass Sie das immer wiederholen. Das ist doch wirklich sehr grobschlächtig, wenn Sie sagen, ja, ich bin die Retterin der Nation, ich habe den Stellenabbau mit den Fraktionen verhindert. Sie haben den doch zu verantworten. Sie sind doch über fast zwei Jahrzehnte an der Regierung. Unterlassen Sie das weiter zu sagen, weil das ist leicht zu entlarven. Sie haben nämlich diesen Personalabbau zu verantworten, meine Damen und Herren. Ich möchte einen weiteren Punkt ansprechen, der in der Praxis ein großes Thema ist, nämlich, dass gerade bei Mutterschutz- und Erziehungszeiten keine zeitnahen Nachbesetzungen erfolgen und auch das vorhandene Personal dann noch diese Stunden und diese Pensen abfangen muss. Das ist ein ganz großes Problem in der Praxis. Und deshalb reicht es auch nicht, wenn Sie in der sogenannten Mutterschutz-Taskforce jetzt mal gerade 9 Stellen sozusagen erhöhen. Erforderlich wären 30 Stellen in diesem Bereich, damit wirklich zeitnah Mutterschutz- und Erziehungszeiten aufgefangen würden. Das würde der Justiz wirklich helfen, meine Damen und Herren. Und wir als SPD haben da so und so ein anderes Bild, eine andere Verantwortung, sehen wir eine andere Verantwortung für Justiz. Wir wollen, dass die Justiz im Bereich von Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine Vorreiterrolle übernimmt. Und deshalb müssen diese vakanten Zeiten auch zeitnah nachbesetzt werden. Deshalb müssen z. B. Telearbeitsplätze ausgebaut werden. Die Justiz muss im Bereich von Familie und Beruf eine Führungsrolle einnehmen.
Und ich will es auch deutlich sagen, man sieht es auch an den Verfahrenszeiten, meine Damen und Herren. Hessen ist im Bundesdurchschnitt, was die Zivil- und Strafverfahren anbelangt, das haben wir mit einem Berichtsantrag herausgearbeitet, liegt Hessen über den anderen Bundesländern, meine Damen und Herren. Das heißt, die Verfahren dauern hier länger als in anderen Ländern. Auch einige spektakuläre Fälle, die darf ich jetzt hier leider in Erinnerung rufen, die sind nicht gerade rühmlich. Warum dauert etwa das Todesermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Ehrenbürger der Stadt Frankfurt, Bruno Schubert, das im Jahr 2011 begann, so lange? Das Todesermittlungsverfahren. Seit Mitte 2010 lief ein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Landrat des Landkreises Waldeck-Frankenburg. Erst im Jahr 2014, über 4 Jahre, wurde den Beschuldigten die Anklageschrift zugestellt. Das Ermittlungsverfahren wegen Untreue gegen den ehemaligen Bürgermeister der Stadt Homberg-Efze, das bereits 2010 eingeleitet wurde, wurde erst im Jahr 2015, also 5 Jahre später, eingestellt, meine Damen und Herren. Willkommen in Ihrem starken Rechtsstaat, kann ich da nur sagen, Frau Kühne-Hörmann. Und auch das Ermittlungsverfahren gegen den CDU-Kollegen Herrn Dr. Arnold, der hier vorne sitzt, wegen des Verdachts auf gemeinschaftlichen Betrug im sogenannten EFS-Verfahren, dauert seit Anfang 2014, das heißt seit 4 Jahren, meine Damen und Herren. Und es ist kein Ende absehbar. Und da geben Sie hier eine Regierungserklärung unter dem Motto Justiz stärken, Vertrauen sichern. Solche langen Verfahren schmälern das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unsere Justiz. Und wir haben es mit unserem Berichtsantrag zu den sogenannten Cum-Cum- und Cum-Ex-Geschäften auch herausgearbeitet, meine Damen und Herren. Sie wissen, dass solche findige Steuerangelegenheiten Geschäfte doch Banker und Anleger, dass allein Hessen 1,3 Milliarden Euro an Steuergeldern verloren gehen. Und obwohl diese Fälle seit dem Jahre 2009 bekannt sind, ist bis auf eines kein einziges Verfahren zum Abschluss gebracht worden, da ein Täter verurteilt worden, meine Damen und Herren. Was denkt sich denn der normale Bürger, der seine Steuern redlich bezahlt und dann sieht, dass die Steuerhinterzieher, dass man denen immer noch nicht hinterhergestiegen ist. Dieser Bürger verliert das Vertrauen in den Rechtsstaat, meine Damen und Herren. Und ein weiteres Beispiel, man könnte noch zahlreiche andere hier benennen. Auch die Aufarbeitung der sogenannten Blockupy-Verfahren aus dem Jahr 2015, wo 150 Polizeibeamtinnen und Beamte verletzt wurden, in all diesen Fällen gab es keine einzige Verurteilung, meine Damen und Herren. Ich möchte einen weiteren sensiblen Bereich ansprechen. Das ist der Bereich der Asylverfahren. Wir wissen, dass es dort einen Anstieg gibt. Und ja, es soll jetzt mit dem Haushalt 14 sogenannte R1 und 16 A7-Stellen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit geben. Man denkt erst einmal, so weit, so gut. Aber, das hatte ich schon in der Rede zum Justizhaushalt deutlich gemacht, diese Stellen sind mit dem sogenannten KW künftig wegfallend. Vermerk versehen, das heißt, sie bedürfen der Zustimmung des Finanzministers, meine Damen und Herren. Entsprechend haben jetzt alle, zumindest Sprecher hier der Fraktionen, ein Schreiben des Bezirksrichterrates beim VGH erhalten. Ich darf aus diesem aktuellen Brief zitieren. Die erstinstanzlichen Gerichte weisen eine Belastung von 279% aus. Es bedarf keiner näheren Darlegung, dass durch diesen immensen Zuwachs schon jetzt deutlich längere Verfahrenslaufzeiten entstehen. Insbesondere für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Serviceeinheiten ist die Arbeitssituation unzumutbar. Die Gerichtsbarkeit wird trotz der Stellenvermehrung Jahre benötigen, um wieder zeitnah entscheiden zu können. Angesichts dieser Situation ist es aber aus unserer Sicht völlig unverständlich, dass die vorgesehenen 9 Stellen mit einem Sperrvermerk versehen sind. Auch da erzeugen Sie Unsicherheiten und Ungewissheit. Gerade bei so einem sensiblen Thema, meine Damen und Herren, ist solch ein Vorgehen unverantwortlich. Und da sagen Sie einmal so nebenbei,
Ja, wir müssen den Rechtsstaat auch in der Fläche stärken. Und wer hat die Gerichtsschließungen in den letzten Jahren zu verantworten? Das waren 10 Gerichte. Das waren Sie. Sie waren mit in der Regierung. Auch eine aktuelle Meldung, jetzt erst kürzlich, der Anstieg der sogenannten Haftentschädigung für Menschen, die zu Unrecht inhaftiert sind, sind in Hessen erneut gestiegen, meine Damen und Herren. Das sind mittlerweile knapp 300.000 € an Anstieg. Und da kann ich Ihnen auch nur so sagen, Frau Kühne-Hörmann, sorgen Sie doch dafür, dass in der Justiz ausreichend Personal da ist, sorgfältig, gründlich gearbeitet werden kann. Diese Zahlen des Anstiegs bei den Entschädigungszahlen sprechen eine ganz andere Sprache, meine Damen und Herren. Ich möchte einen anderen Themenkomplex ansprechen, der für die Justiz von zentraler Bedeutung ist. Das ist die Umstellung auf die sogenannte elektronische Akte. Der Paradigmenwechsel des letzten, aber diesen Jahrhunderts für die Justiz, die Zeitalter der Digitalisierung, die auch die Justiz bewältigen muss, so wie der Bundesgesetzgeber es bis 2026 durch ein Bundesgesetz vorsieht. Bis dahin brauchen wir eine elektronische Akte. Ihr IT-Beauftragter hat selber auf der Bezirksrichterräteversammlung eingeräumt, dass Hessen bei diesem Thema mittlerweile hinterherhinkt, und zwar um ein Jahr, was die weitere Entwicklung anbelangt. Und ich kann nur sagen, Sie hinken der ganzen Entwicklung hinterher. Wir sind von der elektronischen Akte meilenweit entfernt. Bayern macht es uns vor, das muss ich an dieser Stelle sagen. Die sind schon in der Pilotierung, und Sie gucken noch in die Röhre. Ein weiterer Aspekt. Vertrauen in den Rechtsstaat, das brauchen auch Opfer einer Straftat. Deswegen ist es für uns umso unverständlicher, dass Sie unseren Opferfonds, den wir für Opfer einer Straftat, die schnell und unbürokratisch Hilfe brauchen, trotz bester Erfahrungen etwa aus Rheinland-Pfalz bis zum heutigen Tage ablehnen, sich noch nicht einmal damit auseinandersetzen wollen. Das ist für uns unverständlich, und Sie tun den Opfern hier in Hessen damit große, große Unrecht. Ein letzter Aspekt zu den Ersatzfreiheitsstrafen. Ich möchte an der Stelle mal einen ganz anderen Aspekt beleuchten, der für uns viel wichtiger ist, nämlich die Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen. Das ist für uns von größter Bedeutung. Einmal, weil das den Steuerzahler uns alle einen Haufen Geld kostet, über 100 €, und die Zahl haben Sie natürlich bewusst nicht genannt, auch den insgesamt über 2 Millionen € immerhin jedes Jahr. Und wir wissen ja auch von den Vollzugspraktikern, dass Ersatzfreiheitsstrafler, die in der Haft sind, in der kurzen Zeit überhaupt nicht ausreichend behandlerisch erreicht werden können, aufgrund etwa der kurzen Haftdauer. Insofern müssen alle Anstrengungen unternommen werden, dass die Ersatzfreiheitsstrafe so gut wie möglich vermieden wird. Wir haben durch zwei parlamentarische Initiativen Ihnen zahlreiche Vorschläge gemacht, wie man etwa durch eine Stärkung der gemeinnützigen Arbeit, durch Projekte wie Auftrag ohne Antrag hier nach vorne kommen kann. Ich kann Ihnen da sagen, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und in dem Kontext ein wichtiger fachlicher Aspekt. Es ist fatal, wenn Sie an der Stelle die Gerichtshilfe mit der Bewährungshilfe zusammenlegen, weil gerade die Gerichtshilfe ja für die Vermittlung in gemeinnütziger Arbeit zuständig ist, eine Fachkompetenz hat. Jetzt wird sie mit der Bewährungshilfe sozusagen zusammengemischt, verliert ihren originären Arbeitsauftrag. Das wird in der Praxis auch scharf kritisiert. Ich kann Ihnen nur sagen, das ist eine ganz große Fehlentscheidung, die Sie an der Stelle getroffen haben. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Viele Worte und PR können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Justiz in Hessen gestärkt werden muss. Der Präsident des Deutschen Anwaltsvereins Ulrich Schellenberg und der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes haben einmal sinngemäß gesagt, ich darf zitieren, der Zugang des Bürgers und der Unternehmen zum Recht ist unser zentrales Anliegen. Es ist elementar für den Irren und Frieden in unserem Land, ein entscheidender Standortvorteil für unser Land und ein exportfähiges Modell für andere Regionen der Welt.
Lassen Sie uns dieses mit dieser Landesregierung nicht verspielen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Wortmeldung, Frau Abg. Förster-Heldmann für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Kolleginnen und Kollegen! Carla Del Ponte bekommt den Hessischen Friedenspreis. Die Carla Del Ponte, die Chefanklägerin des Internationalen Gerichtshofs war, die sich für die Kriegsverbrechen in Jugoslawien und den Völkermord in Ruanda verdient gemacht hat. Die ehemalige Chefanklägerin hat nie einen politischen Konflikt gescheut, um Opfern von Menschenrechtsverletzern eine Stimme zu geben. Del Ponte habe die unbeugsame Überzeugung, dass nur das Recht einen nachhaltigen Frieden schaffen kann. So ist sie vom Institut für Friedens- und Konfliktforschung heute in der FAZ zitiert worden. Aufbauend auf diesem Grundgedanken sehen wir uns verpflichtet, das in den vergangenen Jahren weiter aufgebaute Vertrauen der hessischen Bürgerinnen und Bürger in die Justiz weiter zu pflegen und auszubauen. Und es geht nicht nur um Vertrauen, es geht darum, immer wieder deutlich zu machen, welchen Wert die Justiz in der Funktion der Gewaltenteilung basierend auf dem Grundgesetz bei uns heute hat. Und so ist das Recht, das in unserer Verfassung verankert ist, die Grundlage für unsere demokratischen, manchmal komplexen Zusammenhänge, mit denen unsere Gesellschaft funktioniert. Und genau da sollten wir ansetzen und uns die Frage stellen, ob wir das Recht und die Demokratie und die verbundenen Werte damit und die Justiz als ihr Teilbereich ausreichend als Wert vermittelt haben und auch in Zukunft vermitteln können. Eine Wertschätzung ist damit gemeint. Wir sollten uns die Frage stellen, wie können wir nach außen tragen und deutlich machen, welchen Wert wir hier in der Bundesrepublik Deutschland haben und gerade im Vergleich schon zu europäischem Ausland sollte uns das zum Nachdenken bringen. Wir haben ein System, auf das wir stolz sein können und im Vergleich zu anderen Staatssystemen stolz sein müssen. Und insofern sollten wir ein Augenmerk darauf legen, ob wir genug für das tun, wie ich das eben gerade gesagt habe. Was wir nicht schaffen werden, ist, die Sehnsucht einer Minderheit nach totalitären Systemen durch Maßnahmen zu verändern. Aber wir können und müssen die jungen Menschen stärken, auf die wir uns verlassen wollen und auf die wir unsere Zukunft bauen und die für die Fortführung unserer freiheitlichen Gesellschaft Sorge tragen müssen. Und so haben wir in den vergangenen Jahren durch gezielte Maßnahmen und Investitionen das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger gezielt gestärkt. Die Justiz ist verlässlicher Partner der Bürgerinnen und Bürger und muss diese Rolle auch in der Wahrnehmung der Gesellschaft weiter haben. Und dazu gehören drei Grundbegriffe: Prävention, Vollzug und Rehabilitation.
Die Investitionen in die Prävention lohnen sich. Prävention stärkt den Rechtsstaat, leistet einen wichtigen Beitrag. Und jeder Euro, der in Prävention geht, hilft auch, Kriminalität zu bekämpfen. Präventionsarbeit muss ressortübergreifend und mit viel Bürgerbeteiligung verankert sein. Eine effektive Kriminalprävention kann niemals allein durch den Staat und seine Sicherheitsorgane geleistet werden. Kriminalprävention ist vielmehr eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und sie bedarf der Initiative und des ehrenamtlichen Engagements ganz vieler Bürgerinnen und Bürger. Und sie bedarf vor allen Dingen auch unserer Anerkennung der Bürgerinnen und Bürger, die sich immer und immer wieder für diesen Bereich engagieren. Wir haben seit 1992 einen Landespräventionsrat, wo Polizei, Justiz, Experten für Bildung, soziale Fragen, Jugend, Vertreter der Wissenschaft und der Kommunen zusammenarbeiten in verschiedenen Arbeitsgruppen. In Hessen gibt es 177 kommunale Gremien und Zusammenschlüsse und sehr viele Beispiele für Präventionsprojekte. Ein Beispiel dafür sind die Schülergerichte, die sehr erfolgreich sind, weil sozusagen die Schüler auf einer horizontalen Ebene miteinander reden und nicht die vertikale Ebene dabei suchen. Und damit ist mehr Erfolg damit gewährleistet. Auch gibt es Präventionskonferenzen bei den Kommunen und Gemeinden, wo Gesellschaft miteinander beraten und besondere Situationen im Vorfeld entschärft werden können. Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass gerade der gesellschaftliche Zusammenhalt, der dadurch bewirkt wird, dass sich Menschen, die unterschiedliche Interessen haben und auch unterschiedliche Bereiche bearbeiten, zusammen an einen Tisch setzen und diese sozusagen den gesellschaftlichen Zusammenhalt gewährleisten. Deswegen ist es umso wichtiger, diese runden Tische und Konferenzen auch beizubehalten und auch weiter auszuformen. Ein wichtiger Bereich ist das Haus des Jugendrechts. Den hat Ministerin Kühne-Hörmann 2017 ausgeweitet. Da gibt es das vierte Haus des Jugendrechts in Hanau. Bisher existieren zwei Häuser des Jugendrechts. Da geht es eigentlich darum, wo wir vorhin auch schon einiges dazu gehört haben. Es geht darum, dass Jugendliche, die durch Bagatellvergehen nicht in die Kriminalität abrutschen und im Vorfeld sozusagen ein an einem Tisch geordnetes Verfahren haben und somit in eine besondere Situation hineinkommen und nicht einer Vorverurteilung anheimfallen. Schön wäre es, wenn wir den Abstand zwischen dem Verfahren im Haus des Jugends und dem des Richters zeitlich aneinander knüpfen könnten. Auch dafür würde es sich wahrscheinlich lohnen, in der Zukunft noch einmal danach zu schauen. Der Opferschutz, ein ganz wichtiger Baustein in der Justiz Hessens, auch wenn meine Vorrednerin versucht hat, ein anderes Bild zu vermitteln, das kann ich absolut nicht teilen. Es wird in kaum einem Bundesland so viel für den Opferschutz getan wie hier in Hessen. Da sind auch die Mittel sehr ausgeweitet worden, gerade in der psychosozialen Prozessbegleitung 250.000 €. Außerdem stehen weitere dauerhafte Erhöhungen der Hessischen Opferhilfevereine von 660.000 € um 100.000 € noch einmal zusätzlich im Haus. Und in Hessen gibt es pro Jahr 7.000 Fälle von nächstes Thema. In Hessen gibt es pro Jahr 7.000 Fälle von häuslicher Gewalt. Ein Thema, das uns ja in der letzten Zeit auch sehr beschäftigt hat. Und ich gehöre ja noch zu der Generation, die ja
möglicherweise sich seiner Opferbereitschaft nicht immer bewusst war. Deswegen ist dieser Bereich auch sehr wichtig. Wir haben da eine ganze Menge Erfolge in der Vergangenheit gehabt. Diese Erfolge werden fortgeführt, indem wir auch weiterhin weitere 100.000 € in ein Projekt zum Schutz vor häuslicher Gewalt hineingeben. Ein weiteres, wie ich finde, wichtiges Projekt ist die energieeffiziente JVA. Einerseits natürlich unter dem Gesichtspunkt, wie wir Grüne das sehen, CO2-Einsparung, Sanierung, Energieeffizienz. Für mich hat es aber noch einen ganz anderen Wert, weil es nämlich gewährleistet in der Projektbegleitung, dass die Menschen, die gezwungen sind, in der JVA zu leben, einen Teil dazu beitragen können und einen Teil auch zu der Gesellschaft beitragen können und auch daran teilnehmen, wie gesellschaftliche Entwicklung sich in bestimmten Bereichen, also in rein faktischen Bereichen, fortführt. Insofern ist es nicht nur ein schönes Projekt, über das wir uns auch im Rahmen der CO2-freien Landesverwaltung freuen, sondern es ist auch ein Projekt der Beteiligung von Inhaftierten. Der Justizstandort Frankfurt ist ganz viel beschrieben worden dazu, muss ich nicht so viel dazu sagen. Aber ich finde es schon wichtig, dass wir auch als Reaktion auf den Brexit nun Frankfurt auch in dieser Weise im Blick haben und dass es eine speziell englischsprachige Kammer am Landgericht Frankfurt geben wird. Diese wird für internationale Finanz- und Handelsverwaltung zuständig sein. So, und jetzt komme ich zur Resozialisierung, ein ganz wichtiger Punkt. Auch der ist heute schon einmal angesprochen worden. Die Resozialisierung ist die andere Seite, die eben im Zusammenhang mit Opferschutz gesehen werden muss. Ich finde es absolut notwendig, dass wir eben genau diese beiden Seiten auch sehen. Deswegen ist seit 2015 die Resozialisierung als Vollzugsziel in das Hessische Strafvollzugsgesetz aufgenommen worden. Wir haben Mittel von insgesamt 1,45 Millionen € zur Verfügung gestellt. Ganz wichtig dabei auch, wie geht es den Menschen in der JVA? Da ist besonders zu vermerken, die Ausbildung und Arbeitsbetriebe, die den Gefangenen eine berufliche Zukunft und Möglichkeiten bilden, gerade nach der Entlassung. Dazu sei einmal gesagt, wenn man sich heutzutage auf dem Arbeitsmarkt umschaut, dann müsste es allen deutlich werden, dass das ganz sinnvoll eingesetztes Geld ist, weil es nicht nur den Häftlingen zugutekommt, sondern weil es auch eine wichtige Maßnahme für unseren Arbeitsmarkt ist. Eine wichtige Maßnahme ist auch die Deradikalisierung von islamistischen Gefangenen. Auch hier sind zusätzliche Sachmittel hineingeflossen. Ich will jetzt noch einmal zu anderen Punkten kommen und auf die Bedienstete abheben. Die Bedienstete und die Richter und überhaupt die Justiz in ihrer Gänze ist eine ganz wichtige Säule für unseren Staat. Das habe ich eingangs, denke ich, deutlich gemacht. Deswegen nehmen wir die Sorgen und Nöte sehr ernst. Wir danken für den unermüdlichen Einsatz. Es gibt bestimmt eine ganze Menge Dinge, die Einzelne von uns nicht unbedingt machen wollen. Deswegen gehört da ganz viel Anerkennung hin. Was ich aber finde, was wir nicht tun sollten,
diese Bediensteten und die Richter über einen Kamm zu scheren und sozusagen in das Bundesmittel hineinzugeben mit ihren Sorgen und Nöten, sondern was wir machen müssen und was wir tun, die Sorgen und Nöte genau zu verifizieren, nämlich in ihrem Arbeitsbereich, der ein sehr spezieller ist, danach zu schauen, was ist hier vonnöten. Und auch da ist in den letzten Jahren eine ganze Menge passiert. Es sind zusätzliche Stellen geschaffen worden. Es gibt Zulagen in besonderen Bereichen, in besonderen Berufsbereichen in den JVA. Und die Bediensteten, die in der JVA besonderer Belastung ausgesetzt sind, erhalten auch Unterstützung. Und auch in der Ausbildung im Referendarsbereich hat sich bei den Richtern einiges geändert. Die Anpassung an die Beamtenanwärterin ist erfolgt, sodass wir in dem Bereich Ausbildung auch eine Menge erreichen werden in den nächsten Jahren. Und der digitale Service Point, mein Kollege freut sich, sehr schön. Und der digitale Service Point, der gerade für die ländlichen Gebiete sehr wichtig ist, ist ausreichend behandelt worden. Und ich denke, wir freuen uns alle über die Umsetzung, weil es darum geht, den ländlichen Raum einzubeziehen und auf die speziellen Bedarfe vom ländlichen Raum auch einzugehen und das im Zusammenhang mit den urbanen Endgebieten zu betrachten. Was mich ein bisschen seltsam gestimmt hat, sind die Probleme, die meine Vorrednerin geschildert hat, die eigentlich allgemein gegenwärtig sind. Und da habe ich mir gedacht, wir führen doch hier keine Debatte über sozusagen unsere Gesellschaft in der Breite. Also was bedeutet die Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Was bedeutet der Ausfall einer Schwangeren? Und was bedeutet das als Konsequenz für Kollegen? Und ich glaube, Sie haben da ein Allgemeinbild beschrieben, das erstens mal in dem, wie Sie es beschrieben hat, nicht überall stimmt. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich würde mir an manchen anderen Stellen eine Taskforce schon sehr wünschen. Und insofern finde ich, sollten wir in dem Bereich Justiz genau beim Thema bleiben. Hohe Anerkennung, hohe Wertschätzung betreiben und genau das auch in unsere Gesellschaft und vor allen Dingen an die jungen Leute vermitteln. Und wir sollten uns gemeinsam überlegen, wie wir an diesem Ziel arbeiten, weil das, was unsere Gründerväter und Mütter 1948 geschaffen haben, braucht Sorgfalt und Pflege. Und für diese Pflege sind wir aufgefordert. Ich danke Ihnen.